Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Sendung. Heute habe ich ein Thema, was im Frühling ja wirklich dran ist. Und zwar geht es um Fasten. Ich habe schon mal zu intermittierendem Fasten ein Video gedreht. Den Link seht ihr hier. Aber heute will ich mir mal ein bisschen anschauen, was passiert eigentlich beim Fasten mit dem Darmmikrobiom, mit der Darmmikrobiota. Denn wir wissen ja heute, dass das für die Gesundheit wahnsinnig wichtig ist. Und wie können wir diese positive Entwicklung beim Darmmikrobiom unterstützen? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, schreibt eure Erfahrungen und Kommentare. Abonniert meinen Newsletter, da gibt es jetzt nicht ganz fastenmäßig sehr gesunde, preiswerte vegetarische Rezepte. Das ist für die Aufbaukost nach dem Fasten wirklich perfekt. Ja, ich rede heute nicht vom Nullfasten, davon bin ich nicht so begeistert, denn wenn man Nulldiät macht, also gar keine Kalorien zu sich nimmt, dann wirft der Körper sämtliche Sparmaßnahmen an, greift auf die Glykogenese zurück, das heißt, unsere Muskeln werden als Energiespeicher angezapft, damit unser Hirn genug Glukose bekommt. Das heißt, wenn wir Nulldiät machen, dann wird eher unsere Muskelmasse sinken, natürlich auch ein bisschen das Fettpolster, aber eigentlich passt das nicht zueinander. Dieser Muskelverlust kann eben auch zu Herzmuskelstörungen führen und Kreislaufstörungen. Und deswegen sollte das eh nur unter ärztlicher Aufsicht passieren. Also darüber möchte ich heute nicht reden. Es geht auch nicht in erster Linie darum, abzunehmen ganz schnell, sondern es geht darum, ja, einfach das Darmmikrobiom wieder aufzupäppeln, unsere Abwehrkräfte zu stärken und einfach fit in den Frühling zu starten. Es gibt Heilfasten, da ist so der Goldstandard Heilfasten nach Buchinger. Da darf man ein Viertel Liter Gemüsebrühe am Tag und ein Viertel Liter Gemüse- oder Obstsaft am Tag trinken. Das habe ich hier mal so abgebildet. Die Gemüsebrühe habe ich aus Miso gemacht, das finde ich ganz schön. Es hat auch noch so ein bisschen Eiweiß, ist fermentiert, tut den Darmbakterien auch gut. Und beim Saft, das könnt ihr nach Gusto machen. Mehr als 500 Kalorien am Tag sollten es aber nicht sein, die ihr darüber aufnehmt, also wenn es ein bisschen mehr Saft ist. Bis zu 2 Esslöffel Honig dürft ihr zu euch nehmen und vor allen Dingen 2,5 Liter Flüssigkeit. Und da kommt die Bitterliebe ins Spiel, die vom 22. Februar bis zum 1. März das Thema Fasten hat. Denn diese 2,5 Liter Flüssigkeit, gerade wenn es kalt ist, werdet ihr nicht nur kaltes Wasser trinken, sondern auch Tees. Und da gibt es hier 2 schöne Tees, einmal Basenkräuter, den mache ich mir jetzt mal rein. Der unterstützt eben die Base im Säure-Base-Verhältnis im Körper. Und gerade beim Fasten, durch den Abbau eben auch von Protein, kann das schon auch zu einem bisschen Säureüberschuss führen. Das merkt ihr dann manchmal auch, wenn es euch sauer aufstößt. Das kann schon passieren und so ein Basentee hilft da, einfach aufgießen mit kochendem oder nicht mehr ganz kochendem Wasser. Ich finde es super praktisch, weil ihr das hinterher auch mitnehmen könnt. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen ziehen. Das ist der Basenkräutertee. Die Kräuterkur, das ist eine Bio-Tee-Mischung aus Kräutern und Grüntee. Finde ich auch ganz schön. Das ist eben, wenn euer Kreislauf beim Fasten, beim Heilfasten ein bisschen schlapp macht, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn ihr auch ein bisschen grünen Tee dabei habt. Der enthält ja eben auch Thein, das ist ein anderes Wort für Koffein, was ein bisschen euren Kreislauf anregt. Und gerade wenn ihr niedrigen Blutdruck habt, wie ich zum Beispiel auch, dann ist das schon ganz vernünftig, zwischendurch auch eben grünen Tee, von mir aus auch ein bisschen Schwarztee oder eben so eine Kräuter-Grüntee-Mischung zu euch zu nehmen, weil das regt euren Kreislauf dann auch ein bisschen an. Ja, was passiert denn jetzt mit der Darmmikrobiota während des Fastens? Es gibt nicht übermäßig viele Studien, aber es gibt eine sehr gute Studie über das Buchinger Fasten. Und da kam eben tatsächlich raus, dass sich das Darmmikrobiom zum Besseren verändert. Es nahm vor allen Dingen zunächst mal die Zahl der Butyrate zu. Und Butyrat ist eine der kurzkettigen Fettsäuren, die unseren Darmzellen als Nahrung dienen, die eben auch dafür sorgen, dass die Barriere, die Schutzschicht, diese Schleimschutzschicht des Darms intakt ist und wächst und dass es eben auch die Milchsäurebakterien gleichzeitig für ein säuerliches Milieu im Darm sorgen, was eben
den schädlichen Bakterien und Keimen nicht so gefällt. Also das stärkt insgesamt unsere Abwehrkräfte. So. Und jetzt dürfte ich ja auch noch ein bisschen Honig reintun, aber vielleicht probiere ich es jetzt erstmal. Weil ein bisschen bitter darf es ja sein. Schmeckt richtig toll und nicht so bitter, wie ich dachte. Herrlich. Das tut eben auch eurer Darmmikrobiota gut. Was auch rauskam bei dem Fasten nach Buchinger ist, dass sich die Vielfalt des Darmmikrobioms vergrößert, und zwar der guten Bakterien. Es konnte auch gezeigt werden, dass die Bakterien, die körpereigene Fettsäuren und eben auch Ketonkörper verstoffwechseln, dass die zunehmen und dass wiederum die kohlenhydratabbauenden Bakterien zurückgingen. Und das ist insgesamt gut für die Immunabwehr und zeigt aber auch, dass neben dem ja immunstärkenden Effekt auch Gewichtsabnahme passiert, und zwar eben nicht in dem eiweißreichen Teil des Körpers, sondern in den Fettpolstern. Und das ist ja das, was wir uns wünschen. Ja, wie sieht es mit dem intermittierenden Fasten aus? Auch da gibt es mehrere Studien. Und intermittierendes Fasten heißt ja, ich mache Esspausen. Ich esse nicht ständig und snacke zwischendurch, sondern ich mache Esspausen von 6 bis 8, vielleicht sogar 10 bis 12 Stunden. Wobei wir ja nie vergessen dürfen, nachts machen wir ja sowieso intermittierendes Fasten und nehmen nichts zu uns. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass dieses intermittierende Fasten eine ähnlich positive Wirkung hat wie das Heilfasten. Und das ist ja eine Form des Fastens, die sich länger durchführen lässt und die auch vielleicht weniger hart ist für jemand, der berufstätig ist, der aber an Geschäftsessen teilnimmt. Denn es heißt ja nichts anderes, als Pausen zwischen dem Essen einzulegen. Und diese Pausen nutzt eben scheinbar das Darmmikrobiom auch schon, um sich positiv zu entwickeln. Auch hier nahmen die Butyrate und die kurzkettigen Fettsäuren zu und die Vielfalt der Darmbakterien ebenfalls. Wenn ihr das noch unterstützen wollt, die Vielfalt der Darmbakterien, dann kann ich euch auch nur sagen, gibt es hier Bitterprobiokulturen. Die enthalten eben auch Mikroorganismen, also probiotische Bakterien, die gleichzeitig auch positiv auf das Darmmikrobiom wirken, die sich da auch ansiedeln und praktisch ja eine Verstärkungstruppe für eure positiven Darmbakterien sind. Was vielleicht auch ganz spannend ist, 3 Monate nach Heilfasten oder auch nach intermittierendem Fasten, wobei intermittierendes Fasten, also Nahrungskarenzen zwischen den Mahlzeiten, könnt ihr euer Leben lang durchführen. Nur nebenbei gesagt, finde ich eine gute Möglichkeit. Aber bei Heilfasten ist es so, dass nach 3 Monaten die ursprüngliche Darmmikrobiota wieder zurückgekehrt ist. Das ist durchaus auch positiv und stimmt mit den Erkenntnissen überein, die wir ja kennen. Also dass für einen Erwachsenen das Darmmikrobiom relativ stabil ist und dass sich das nur sehr, sehr langsam und langfristig ändern lässt. Also, wenn ihr euer Darmmikrobiom langfristig unterstützen sollt, könnt ihr das mit probiotischen Bakterien auch unterstützen. Und Esspausen, intermittierendes Fasten hilft in jedem Fall dazu. Zum intermittierenden Fasten lässt sich abschließend sagen, es hat eine höhere Vielfalt der Darmbakterien, der Darmmikrobiota zur Folge. Und die ist immer verbunden mit einer höheren Abwehrkraft gegen Krankheiten. Im Gegenschluss ist so eine niedrige Diversität, also eine niedrige Vielfalt des Darmmikrobioms, ist verbunden mit entzündlichen Prozessen, mit Insulinresistenz, mit Übergewicht, mit Diabetes 1 und 2, was ja zur Insulinresistenz ein bisschen gehört, mit Bluthochdruck, also mit Dickdarmkrebs, mit entzündlichen Darmerkrankungen insgesamt. Und das ist natürlich so ein ganz weites Spektrum. Bisher wird groß diskutiert, ist diese geringere Darmbakterienvielfalt eine Konsequenz der Krankheiten oder wird man krank, weil das Darmmikrobiom schon so geschädigt und schwach und ja, einseitig negativ besetzt ist. Das ist noch nicht, also da schwelt noch der Wissenschaftsstreit, aber für mich bleibt einfach übrig, dass es in jedem Fall sinnvoll ist, zwischendurch mal eine Fastenkur zu machen, wenn man das Gefühl hat,
boah, ich möchte mal so einen Schritt zurückgehen, ich möchte meinen Körper entlasten und vielleicht auch, ich möchte 1 Kilo abnehmen, weil es ist nicht geeignet, jetzt 10 Kilo abzunehmen oder 15 Kilo abzunehmen. Intermittierendes Fasten dagegen hilft schon bei einer langfristigen Gewichtsnormalisierung, denn sich daran zu gewöhnen, nur 2 oder 3 Mal am Tag zu essen, das ist nicht so schwierig. Eigentlich kehren wir damit zurück zu unseren Wurzeln. Das haben unsere Eltern gar nicht anders gekannt. Erstens aß man damals nicht in der Öffentlichkeit und es gab auch so definierte Mahlzeiten. Man setzte sich zu Tisch, alle waren da und es gab einen definierten Zeitpunkt. Ausnehmen möchte ich Kinder, also Heranwachsende, Kranke, Schwangere und Stillende. Die sollten nicht ständig snacken, aber da sollte es ein zweites Frühstück geben und nachmittags noch eine Vesper, eine Brotzeit, eine Mahlzeit. Dass die auch in einem Apfel bestehen kann oder in einer Handvoll Nüsse, das versteht sich von selbst, also nichts mit Schokolade, Keksen, Fertigprodukten. Aber diese Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich einen sehr hohen Energiebedarf haben oder nicht so viel auf einmal essen können. Das gilt zum Beispiel auch Menschen, die sehr krank sind und kachetisch sind, also untergewichtig sind, die müssen auch öfter essen. Für die gilt 5 Mahlzeiten am Tag. Aber für gesunde, erwachsene Menschen reichen 3 Mahlzeiten am Tag, 2 Mahlzeiten am Tag bei manchen auch völlig aus. Und die haben dann diesen Effekt des intermittierenden Fastens. Das heißt, eure Darmmikrobiota entwickelt sich gut. Die guten Darmbakterien verdrängen die schlechten. Die Schutzschicht eures Darms wächst, ihr werdet seltener krank und wenn ihr das dann auch noch unterstützt mit guten Tees, mit Dingen, die euer Mikrobiom unterstützen, dazu gibt es ja auch ein Video von mir, dann kommt ihr wunderbar in dieses Frühjahr und werdet einen herrlichen Sommer haben. Das wünsche ich mir und euch. Auf meiner Seite findet ihr auch eine Zusammenfassung der einzelnen Bakterienarten und was sie in eurem Darmmikrobiom bewirken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gebt einen Kommentar und werdet Abonnenten. Und abonniert vielleicht auch meinen Newsletter, wenn ihr nach dem Fastenbrechen gesund, vegetarisch und vielfältig kochen möchtet, übrigens auch preiswert. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Links der Link zum Video über Bitterstoffe und rechts meine Playlist zur Darmgesundheit.